Puffkarten. Puffkarten abonniert wieder. Puffkarten, tschüss, groß. Tufka, das tut mir wirklich leid, aber wir haben noch Rivals of Ether gespielt und haben entschieden, glaube ich, dass wir spielen jetzt ab jetzt Tetherball, heißt das? Ja. Dieses Weekly ist jetzt ein Tetherball Weekly. Abgesehen von dem Set hier. Das ist besser Fall. Jan ist hier der Tetherball. Jan ist der Tetherball. Ich habe gerade mich gegen Jan aufgewärmt. Ja. Sah gut aus, ne? Für ihn? Ja, ah, ich auch wieder. Ich dachte, Mann, das Wort heute. Aber ich habe immer Schwierigkeiten gegen ihn, ehrlich gesagt. Ich bin sehr glücklich bisher, dass ich noch nie auf ihn getroffen bin, ehrlich gesagt. Wirklich? Ich glaube, ich stehe 6-0 gegen ihn. Das ist so. Digga, also ich weiß nicht, was ist. Also ich finde tatsächlich auch, dass mein Tabs wirklich nicht schlecht gefragt wurde. Ja. Weil wenn du das richtig machst, dann hat Falken halt einfach kaum richtig. Oh mein Gott! Oh shit! Tufkap, Digga! Für Jojo und für Arthur, let's go! Oh mein Gott! Tufkap, der Baller, Alter! Dankeschön, Tufkap, danke für alles, Mann, das ist so krass! Aber um auf das richtige Metall zu nehmen, Puffy, Fox, das ist nämlich ein Yoshi auf jeden Fall, das, Klassiker! Das ist ziemlich schlecht für Puff, erzählt man sich auf der Straße. Finde auch nicht. Ah, er hat gerade fast gerestet. In den letzten Jahren hat man immer wieder gesehen, dass gerade ein einziger Fußballer, den wir alle kennen und wertschätzen, Hungry Box. Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott, das ist es doch! Was für ein Gönn! Imagine, Jan gewinnt einfach das Spiel. Oh, ist das sick? Ja, er muss dritter. Er muss natürlich das Gegner. Dann gewinnt er hinten das Gegner. Okay, Maxi geht zuerst auf Stadium und dann wahrscheinlich für die zweite. Aber Maxi ist bekanntlich vor allem auch mit der Platz. Das stimmt, also Game 1 ist für Maxi das Spielplatz. Okay. Reinkommen! Gleich? Gleich kommt der Absacker. Rest ist on the table. Rest ist auf dem Tisch. Ja. Naja, jetzt nicht mehr, jetzt ist es halt ein Trade. Aber es ist halt ein favorable Trade. Spam this bird to support third. So sieht das nämlich aus. Der Mikro ist gut, okay, wenn wir ändern. Achso. War Mikro die ganze Zeit aus oder war nur sehr leise? Ist es besser. Okay, danke Tufkap. Tufkap, der Mann des Streams eigentlich hier. Okay, am Wochenende, als wir in Hamburg waren, gab es nur einen Puff-Spieler und Maxi und ich mussten, glaube ich, beide nicht gegen den spielen. Wer war's? Smokey McKinsey. Smokey? Ist das nicht. Das ist, ich dachte mal, das wäre Victor. Smokey McKinsey? Nee, Victor ist Raid 64. Nee, warte mal. Oh, das reicht das von da oben. Okay, nee, auf der Plattform. Victor war Jiggles McKinsey. Nee, Jiggles McKinsey ist David. Zetrox. Ach so, okay, dann bin ich komplett verwirrt. Oh, das ist kein Rest. Okay. Oh. Aber er hält ihn offstage. Ah, oh, ja, gut, die aufgeladene F-Smash war natürlich eine Einladung für Maxi zur Kante zu gehen. Das war, ich hatte gehofft, dass Maxi da nicht gierig wird. Und er ist es nicht geworden. Maxi, geduldig. Ja. Oh! Okay. Okay, Maxi. Maxi dreht auf. Sehr leise. Sehr, sehr leise. Immer noch Banane? Immer noch. Vielleicht soll das Mikro erstmal in die Mitte stellen. Banane, wo steckst du eigentlich in all diesem Trubel? Banane hat letztes Mal das erste Mal Aufbau mitgeholfen und dachte sich, nee. Nee, das, nie wieder. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und das war's. Das ist die Abwehr und das ist noch nicht das. Nee. Ich glaube, da fehlen 2% oder so. Das sagt Kill? Er war ready für den Upsmash da. Ich helfe immer. Wenn du was zu trinken willst, dann frag doch einfach Khan. Er ist reich. Kein Problem für ihn, er ist reich. Khan, Jan, das Problem, ich glaube, das wirklich was so ein Puffy hat, ist das Puffy? Puffy hat. Achso. Es ist das Schwerste, also echt Schwerste, zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also, der Maxi, der schießt ein paar Laser. Und dann muss er backairen. Und das war's dann. Er ist auch so, also keine Ahnung, wie soll Puff denn groß Foxes so einen defensiven Dash Dance unter einer Plattform oder sowas contesten? Ja, genau, das ist halt schwierig. Aber vor allem Stadium unter der Plattform, er kann ja nicht mal full jumpen und dann rein driften oder so, der Puff-Spieler. Weil er muss schon. Also Fox schon halt echt krasser Charakter gegen Puff. Ja, auf jeden Fall. Oh! Maxi aber mit den Panther agieren Reflexen. Ich habe gerade Laser gesächselt. Ein Laser. Und ich hatte gestern beim Familientreffen so einen alten Mann, der hat über Panzer geredet und hat immer Panzer gesagt. Bei deinem Familientreffen? Ja, ja. Du sagst jetzt, du hattest da so einen alten Mann. War es einfach irgendein Rando, war, oder ja, ich weiß nicht, was das war. Er hatte nichts mit deiner Familie zu tun. Er hat sich da einfach reingeschlichen. Ich weiß wirklich nicht, was das war. Das ist so eine Aktion von der Stadtmission, dass die alte Leute einfach mal in so Familientreffen reinschmeißen, damit sie sich mal wieder fühlen. Der war Sachse und der hat immer Panzer gesagt. Und das war Panzer. Oh, der Phantom. Ja, das ist natürlich, also... Manche würden Justice sagen. Wenn die Sachsen Banzer sagen. Banzer. Banzer. Und der Maxi, der schießt einen Laser. Ein Laser.
und ein Bound. Er hat einem ordentliches Pfund mitgeben wollen. Aber wir kennen ja auch einen ganz bekannten Pfaff aus Sachsen halt, ne? Wen denn? Der Rotor. Stimmt. Wir kennen auch einen sehr bekannten Puff Hader aus Sachsen, nämlich der Dolby. Stimmt auch. Der Dolby war nie ein Fan vom Puff. Vielleicht war der auch nie ein Fan vom Rotor. Ich weiß gar nicht, haben die sich kennengelernt? Ja, doch, wahrscheinlich, der ja. Der hat einen Special Midnight Hader gewonnen. Tobi? Ja, das erste. Let's go. Gegen mich. Oh, mein Mann. Tobi ist krass, Alter. Der ist so oldschool. Der hat, glaube ich, 2006 oder so schon gespielt. Ja, also der war irgendwie Top 10 Deutschland, da habe ich gerade angefangen. Der spielt auch, wie als der 2006 angefangen hat zu spielen. Ja, voll. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben ein Set gegen ihn verloren, auch als ich noch ein Shitter war. Verstehe, weil er gegen Peach überhaupt nicht klar kam. Genau, weil der macht halt so einen Laser, so der und Spot Dodge und dann Downsmash ihn halt einfach. Ja. Das habe ich mit Falken, konnte ich da noch nichts gegen machen zu dem Zeitpunkt, aber das nächste Mal war es besser. So, also sein Kumpel Ben aber, sein Teampartner von Team Rear Power, das waren... Rear Power. Das waren zwei so Auto-Nazis, nicht Nazis, also Auto-Narren, so, das wollte ich sagen. Rear im Sinne von, das Heckteil vom Auto. Max! Oh, Max, das passt jetzt vergessen. Ja, genau, Team Heckantrieb Power sozusagen. Sein Kumpel Ben, der hat zwei Drittel die Stärke von Ken gehabt und war ein sehr guter Marv für die damalige Zeit. Ja. Und gegen den habe ich ungefähr 5 Sets verloren, bis ich von... Zwei Drittel die Stärke von Ken? Weil er Ben ist. Das hat er immer gesagt. Lustig. Ich sage immer, Luma, wie soll ich den besiegen? Und Luma, er sagt selber, er hat zwei Drittel die Stärke von Ken. Alter, also, was willst du machen? Ich so, fuck. Das ist ein richtiger... 2021 Smash wird es eigentlich. Aber in 2006 oder so? Ja, das war komplett seiner Zeit voraus. Ja, Mann, voll. Ben, Alter, ich wusste nicht von ihm. Oh mein Gott. Magst du richtig am Aufdrehen hier? Also dafür, dass er 2 SDs hat und noch einen Stock übrig hatte, da war nicht viel zu holen für den Homie vom Schiller-Gymnast. Das stimmt. Aber dafür ist Alessio jetzt im Chat. Ah, schau doch an Alessio. Und Alessio ist, ich glaube, auch ein kleiner Glücksbringer. Jan. Ah, okay. Auch vom Schiller-Gymnast? Nee, nicht vom Schiller-Gymnast. Aber hat diverse Kontakte. Aha, er ist aus Versehen gejumpt. Diverse Kontakte zum Schiller-Gymnast. Vielleicht wäre es besser, wenn ein paar Schiller-Gymnast-Leute da wären. Oh mein Gott, das hätte vielleicht ein Abschluss sein können. Ja, voll. Das hätte eine sein wollen, aber irgendwie hat Maxi nicht so richtig selber daran geglaubt. Oh mein Gott, das war wild. Oh. Das war ein Marius-Upsmash. Das waren 2 Marius-Upsmash. Ja. Der zweite war der richtige. Das war nicht so. Okay. Auch der erste Upsmash hat nicht geklappt. Oh. Ich probiere noch einen. Gut zu wissen, das merke ich mir. Ich muss ja gegen ihn vielleicht. Zumindest gegen Falken. Maxi wieder mit dem SD, aber Jan, okay, super, Jan holt sich den Stock wenigstens, sage ich mal. Ne? Ich glaube, Jan wollte ihn nur noch auf 69 bringen und das hat er ja noch geschafft und dann hat er gesagt, nice, und dann hat er den Stock dann beendet. Okay, das war sehr tricky mit der... Okay. Er scheißt auf Jab Reset, er macht direkt, Alter, er verwandelt direkt. Habt ihr das Gefühl, dass Maxi angefangen hat, ein bisschen zu flammen? Also viele so ja, im Game davor vor allem. Ja, dieses genau. Game, finde ich, geht eigentlich. Also gerade eben auch, also der ist ja offstage gegangen, auch nur, weil er halt einen Miss-Input gemacht hat, zum Beispiel. Weil der Erscheinen hat er stattdessen gelasert. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was war anderes. Gerade eben, also ist er auch eigentlich fast nur wegen einem Miss-Input gestorben. Guck mal, Super Monkey ist auch Fan von Jan hier, keine Frage. Super Monkey. Get his ass, sag ich nur. Ich sag, im Endeffekt, ich bin Charlottenburg Hardliner, aber ich bin auch Schiller-Gymnast, ne? Und gerate an diese Tasche. Das ist wirklich alt. Das aber unironisch. Mal sehen, ob Maxi hier sein Comeback machen kann. Ja, ich meine, ich finde, es sieht halt auch so aus, als wäre Maxi eigentlich alle 4 Games bis jetzt sehr dominant gewesen, aber irgendwie steht es ja trotzdem 2-1. Ja, weil er halt, den ersten hat er fast SD quasi. Ja, und dann wurde er halt gerestet. Der zweite war ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Es ist einfach so ein On-Stage-Gimp, das ist schon knackig. Oh mein Gott, Jan auch guter Reach hier. Das ist ja immer gegen dass man so aussieht. Ah, ein bisschen gierig ist er jetzt. Ja, Jan geht zur Kante. Ich denke, er hätte sich vielleicht mehr auf die Stage bewegen können. Aber er hat Maxi so eine Angst gemacht, gerade einfach mit auf dem Boden rumwave-dashen, dass er einfach, als ich gesagt, da bin ich raus, Alter. Da gehe ich mal zur Seite. Gierig. Oh, das könnte sein. Ah, Jan kriegt's, aber ich glaube, Maxi hat den Jump zurück. Jan? Nein, hat er nicht. Bist du dominant am Beam? Dominant. Dominant. Aber wir gehen dann halt, wenn's Game 5 kommt, ne? Klasse! Wenn es Game 5 kommt, gehen wir wahrscheinlich auf FD und das ist natürlich relativ scheiße gelegen für Puff. Also da müssen wir da kann viel passieren, würde ich sagen. Deine für dich, ja, Alex? Ja. Okay.
Sauber, Alex, sauber. Alex, der erste Ami aufgeräumt. Den ersten. Der zweite Ami nicht aufgeräumt. Berlin so mittelhart. Ja. Naja, also wenn wir jetzt Marley nicht dazu zählen und Brian und Kevin nicht dazu zählen, was ist Berlin dann überhaupt noch? Muss noch warten und. Was? Du musst gegen. Eine empty husk seiner selbst. Ja, das ist, so ist es nicht. Du musst gegen Animal Rights. Gegen Animal Rights? Hey, Screechu Platypus. Sasquatch. Ach, Sasquatch, okay. Oh. Ja, ich bin hier auch ein bisschen weiter weg vom Chat. Ich bin auch blind und alt. Ich habe echt gute Augen, aber irgendwie habe ich mich davon gelegt. Ich nicht. Also, das muss ich jetzt mal ganz kurz sehen. Also ich glaube halt, wenn Maxi den jetzt schnell abfliegt, dann ist danach wirklich echt alles da drin, so. Ja, das stimmt. Und das ist stimmt. Nicht weit weg davon, ne? Oh, ja, ein bisschen gierischer Endes. Ja, Rest ist, das Ding ist halt, und das, ich habe mit Maxi tatsächlich auch mal darüber gesprochen, wir haben, als wir in Rotterdam waren, dieses Set zwischen Mewtwo King und HBox gesehen, als Mewtwo King ein Turnier wieder da war. Erinnert ihr euch noch daran? Mewtwo King im Winners gewonnen hat und im Losers dann Game 5 verloren hat. Und da waren wir so Game 5 und Mewtwo King lag so voll weit vorne und dann war es so, HBox 1-Stock 100% gegen Mewtwo King 1-Stock 0% und Maxi meinte so, ja, HBox ist jetzt halt im Vorteil. Und es hat geklappt tatsächlich. Er war im Vorteil und er hat es geholt. Und Game 5, meine Damen, meine Herren. Ich muss mein Set spielen. Werte Zuschauer, Game 5. Game 4. Hä, das allererste hat nicht gezählt. Hä? Er sagt Game 4. Bin ich blöd? Jan hat gesagt Game 4. Er hat zweimal auf, einmal auf FT verloren. Results, Buff Target, 3-0. Oh shit. Back to the classics. Kannst du mal kurz gucken, muss ich wirklich gegen Team Alex? Ja. Und du musst gegen. Bocktage, ja. Könnt ihr auch on-stream machen. Dann. Okay, dann. Wo ist denn dich? Wo ist denn Kevin? Du musst gegen Losers Kevin? Auf. Ich geh dann ab und screen. Du musst gegen Losers von den beiden. Jawohl. Let's go. Okay. Ich weiß nicht, ob das Game 5 oder Game 4 ist. Jan meinte gerade Game 4. Also 2-1 für. Ach man, ja, Maxi hat ja nur die eine Dreamland. Nur die eine Dreamland. Nee, er hat doch Stadium auch gewonnen. Der hat Stadium auch gewonnen, ja. First Game war Battlefield, ne? Ja. Nee, das ist. Mit Jan läuft es nicht, aber das ist sein letztes Game. Das ist Game 5. Ja, ich weiß. Wir haben. Auch Sasquatch Platypus musst du bescheiden. Oh shit, Maxi mit einem weiteren SD! Aber jetzt immer noch ein Full-Stock-Lead hier für Maxi. Da kann natürlich alles passieren, aber es sieht erstmal ganz gut aus. Es sieht aus, als würde Maxi hier mit dem Gameplan nach Hause fahren. Dass er genau schön ein bisschen auf so Medium-Distanz Laser. Er ist nicht ganz in der Corner, er ist so ein bisschen so einfach in der, sagen wir, auf der linken oder rechten Seite von der Mitte, wenn du so willst, und schießt halt Laser und probiert halt Jan draußen zu halten. Und wenn Jan kommt, dann ist Maxi mit irgendetwas ready. Er hat genug Range zum Backdashen sozusagen. Und da stellt er sich ganz gut an. Also Jan kriegt hier nämlich kaum Offense rein. Aber ich finde es, wie gesagt, auf der Stage genau deswegen auch nicht so leicht für Papp. Ich würde sogar sagen, dass das die beschissenste Stage für Papp ist. Wobei man arguably bei Stadium halt sagen kann, dass die Plattformen noch beschissener sind, als keine Plattform zu haben für Approach. Aber jeder mag ja auch immer was anderes. Ja. Ich finde auch Papp auf Yoshis richtig. Ja, ich finde Papp auf Yoshis auch sehr gewagt auf jeden Fall. Aber ja, es sieht wirklich damit sieht wirklich aus, als würde Maxi hier mit diesem Game nach Haus fahren. Oh, außer Jan besiegt ihn jetzt, indem Maxi noch ein bisschen mehr floppt. Aber ja, F-Pro reicht natürlich nicht mal, um ihn auf Stage zu kriegen. Logischerweise, Maxi kommt wieder wieder zurück. Und jetzt war er ein bisschen zu weit weg. Jetzt hat er nämlich gar keinen Room mehr für Backdash gehabt. Aber hat trotzdem noch geklappt. Er hat einen Grab, einen Shield Grab irgendwie daraus gekriegt. Reverse Bear, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Plan war von Jan, aber we take those, I guess. Und jetzt, naja, the rest ist auf jeden Fall off the table, solange dieser Stock noch hier, solange dieser zweite Stock oder der dritte Stock von Maxi noch im Spiel ist. Aber wenn Jan jetzt irgendwie einen Gimp kriegen sollte, ja, probier doch für den Rest zu gehen. Ja, das ist dann halt auch nicht. Game 5, Maxi holt sich. 3-2. Schon wieder spielen sie so einen Schlommernocker. Ich glaube, ich habe deine Show.